Ich habe ja die Smeltery gleich fertig. Echt? Hast du alles schon zusammen? So viel ja, fast. Und alles gehabt? Herzlich willkommen, Leute, zur nächsten Folge von TechTown. Zusammen mit Kunga. Hallöchen, meine Freunde. Hallo Kunga, so, wir sind wieder im Regen unterwegs. Leider. Ganz toll. Ja. Hammerhart, ey. Hier regnet es ja den ganzen Tag. So, und ohne wir Witz. Müssen das stört richtig. Endlich mal anfangen. Ja, genau. Welche Ziele hast du dir gesetzt? Erstmal ein kleines Häuschen bauen. Kleines Häuschen. Ja, aber ich glaube, ich muss auch erstmal ein bisschen terraformen. Mein Ziel ist erstmal eine Smeltery. Ohne Haus. Drumherum. Ohne Haus. Ich baue einfach, irgendwie bei so. Bei so Technik-Modpacks baue ich irgendwie nie Häuser, keine Ahnung. Aber so ein, muss ja kein Meisterwerk der Kunst sein. Ich hab dann einfach immer so ein Lager, sagen wir es mal so. Sowas meine ich ja, so ein Klotz drumherum. Ja. Musst du bei mir eine Folge Galaxy gucken, dann siehst du, wie ich lebe, unter welchen Umständen. Ich hab deine erste Folge gesehen, wo du deine Tür mit einem Schild. Ja, da bin ich schon längst weggezogen aus Angst. Das war das, was ich gesehen hatte. Schön. Aus Angst. Was ist geschehen? Ja, da habe ich ja mit dem Zander zusammengelebt. Unser Haus wurde angegriffen. Nein. Traurigerweise. Ich glaube, ich stelle die Render Distance doch ein bisschen runter. Und zwar wieder auf normal. Gut, jetzt brauche ich erstmal einen Stein. So, hast du da hinten, ach ja, Sand haben wir da hinten auch Kies und was machen wir noch? Clay? Ja, für eine Smeltery meinst du jetzt? Ja. Ah ne, Seared Bricks brauchen wir, ich habe gerade das Falsche eingegeben. Ja, Clay brauchen wir noch dafür. Ja. Da, Seared Brick, Grout. Ja, Clay ist glaube ich das leichteste. Naja, alles findest du im Wasser, da wo Sand ist und so, eben. Also wir haben hier glaube ich alles. Ja, Survival. So, im Wasser findet man meistens, eigentlich immer Clay, ne? Ja, wie gesagt, hinter deinem Berg ist eh die Wüste schon. Ja, stimmt, Sandproblem werden wir auf keinen Fall haben. Hier ist auch, ouch. Das ist ein Kies. Schlechter Teich. Kies, ja genau, korrekt. So. Hast du Tinkers in Galaxy auch schon direkt gestartet, oder was? Nee, ich hab da mit Thermal Expansion gestartet, also eine Pulverizer und Redstone Furnace, da kriegt man auch die doppelten Erzeugnisse raus dann. Also ich werde versuchen, zuerst auf eine Turtle zu gehen. Auf eine Turtle? Ja. Ja, die Computer sind ja auch eigentlich noch recht leicht zu craften. Mann, ich brauche unbedingt eine Kiste. Ich habe schon wieder, Inventar ist voll. Ja, auf jeden Fall. Bei so Modpacks ist es meine Katastrophe, Inventar. Ja, die Bücher am Anfang, eigentlich sind die ja unwichtig, kannst direkt in die Kiste packen, aber gerade am Anfang brauche ich die vielleicht noch ein bisschen. Ja, durch unseren super Multi-Kill haben wir genug Bücher. Ja, jetzt haben die nichts mehr. Total ja, die Armen. Aber wie viel Kies haben wir denn? 62? Komm, zwei Stück gehen noch. Da oben. Zwei Stück gehen noch. Deine Pläne, was aus den Bienen geworden? Ich mache Bienen. Weil damit kannst du damit machen? Damit, wenn ich die so züchte, dann kriege ich dadurch Kupfer, Eisen, Emeralds, Diamanten. Jetzt echt? Ja, die können sowas. Die holen die sammeln die in der Welt. Keine Ahnung wie. Aber die tun's. Hier ist ein Schaf. Ich glaube, ich töte das. Oder soll man warten, bis wir Eisen haben? Ach, so ein schönes Bett. Ich denke, jetzt Schafprobleme werden wir keine haben, denke ich. So, Clay, wo bist du bei der? Da ist Clay. Geh mal direkt darüber zu den. Ich glaube, das ist Leos Haus hier unten. Ich habe gerade, ja, als ich die Minimap anhatte, schon ein richtig großes Haus gesehen übrigens. Ja, ich habe mit dem Leo auch geschrieben. Und der meinte so, ja, auf jeden Fall mal zusammen aufnehmen, bla bla bla. Ja, mich hat er auch geedit gestern. Das ist cool, auf jeden Fall. Ja, hat sich auch so eine kleine Hütte gebaut. So. Und hier haben die Porkies ihr Reich. Also ich laufe gerade drauf zu. Die haben ja schon richtig viel gebaut. Die sollen ja auch schon die Turtles und so weiter haben, habe ich gehört. Das kann ich über den gut vorstellen. Ja, hier, ja, so.
ihre Wege schon richtig schön gemacht, also schon auf Style geachtet. Auf jeden Fall. Oh Gott, haben die schon viel. So, wie viel Clay hat, ne, Clay hast du? Boah, Clay habe ich aber... Nee, ich denke, das wird reichen. Weil Clay kriegt man ja mal direkt vierfach. Hast du gerade schon was gefunden? Ja, ja, ich habe Clay gefunden. Ui. Ich guck gleich mal, was ich für die Turtle brauche. So. Seed, Schwinde. Ich habe auch schon so ein Bienennest gefunden. Ja, eben. Am Anfang hatten wir auch eins gesehen. Oder meinst du das vielleicht sogar? Ja, das kann auf jeden Fall so ein rotes. Hingerannt sind. So, jetzt kann ich die Tür hier wieder abbauen. So. Das kann ich abbauen. Bist du in dem Technik-Modpack affin, sag ich mal? Kennst du die aus? Eigentlich ja. Echt? Ich hab früher war ich sehr aktiv, so Technik-Sachen am Bauen und sowas, also privat und mit einem Kumpel zusammen. Und ja, noch etwas ist übrig geblieben und wenn nicht, dann ich habe einen Kumpel, der kann das noch sehr gut und Tutorials und dann ist kein Problem für mich auf jeden Fall sowas. Weil hier gibt es ja wirklich viele Maschinen und so, die man bauen kann, ist ja Unmengen. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ihr Mine Factory drauf ist, ich schau mal, weil wenn ja... Mine Factory... Doch, ist drauf. Dann kann man sich zum Beispiel eine unendliche Eisenmaschine machen. Und sowas. Ja, und da kenne ich mich halt gar nicht mit aus. So, die Wüste ist hinter meinem Haus, meinst du? Ja, wenn du in meine Richtung guckst. Ah, ich seh's. Ich dann komplett umdrehe einfach. Ja, ich hab schon gefunden. Ja, ja. Du machst aber auch auf deinem Kanal so nebensächlich noch meine Kraft. Ja, wir haben auch ein Attack of the B-Team Projekt. Ja, dieses Betray, Trust and Betray, ne? Genau. Und, ja, ansonsten mache ich noch Hexit, aber es ist eher so in der Zweiergruppe einfach. Die Zeit habe ich halt verpasst. Ich habe so erst wirklich danach mit Minecraft angefangen, da war Hexit ja eigentlich schon durch. Ach so. Sag ich einfach mal. Und, ja, ich finde Hexit ganz cool. Ja, Hexit war echt cool. Habe ich auch mal gemacht auf meinem Kanal. Ich hab eigentlich gehofft, also jetzt nicht, ich hab's mir nicht gewünscht, aber ich habe gehofft, es gibt so mehrere Modpacks eigentlich, die so richtig viel verändern. Also wenn man halt so am Anfang von Hexit halt gehört hatte und so, und dann dachte ich, boah, da gibt's bestimmt unendlich viel weiteres, aber Hexit ist ja schon so mit das Größte, ne? Ja, das stimmt. Ja, das ist so. Das stimmt wohl. Da gibt's, vor allem die Technik-Modpacks sind letztendlich alle irgendwo gleich. Und Attack of the B-Team ist eigentlich, habe ich jetzt durch Galaxy meine Meinung so geändert, Attack of the B-Team gefällt mir eigentlich nicht. Jetzt ehrlich? Ne, ganz ehrlich, Attack of the B-Team gefällt mir nicht so, wie ich es mir gedacht hätte. Was stört dich dann oder was hättest du dir... Also ich finde, das Modpack ist ein bisschen OP in manchen Sachen. Ja, das sagt das Modpack aber auch, wenn du die Beschreibung durchliest, dass das wirklich einfach nur so ein Just-for-Fun-Ding ist. Ja, und es ist sehr verbuggt an manchen Stellen. Und was habt ihr gefunden bis jetzt an Bugs? Zum Beispiel es gibt ja so eine Mod, die verbindet alle Energien zusammen, dass man alle Kabel verbinden kann und jede Energie für jede Maschine nutzen kann. Weil es gibt ja EU, dann gibt es Redstone, weiß nicht wie das heißt, Redstone Flux oder so. Und dann gibt es noch andere Energie von Galacticraft. Das ist total, aber alles irgendwie, das passt nicht miteinander zusammen und ist voll verbuggt und sowas. Und manchmal laufen die Maschinen gar nicht bei mir bei Galaxy. Total komisch auf jeden Fall. Ja, also bis jetzt, ich weiß nur von zwei Items, die du nicht bauen darfst, dann crasht der Server komplett und der fährt auch nicht wieder hoch. Welches Items sind das? Eine bestimmte Pipe, müsste ich mal nachgucken, welche das ist. Krass. Und so ein anderer Ofen ist das. Das ist so ein spezieller Furnace, weil ich gucke mal, ob es den hier auch gibt. Ich glaube, da steht MC im Namen. Hoffentlich gibt es den nicht. Also das Lustige an dem Ofen ist halt, der ist für eine ganz bestimmte Sache gedacht, aber du kannst halt alles reintun in den Ofen. Und wenn du in den Ofen was reintust, was da nicht rein gehört, dann stürzt der Server komplett. Krass. Nee, das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Nee, das ist auch nicht gut. So, die Bücher habe ich jetzt alle mal hier lagern können. Und zum Beispiel, ich bin ja jetzt bei Galaxy, habe ich ja eben erzählt, auf dem Mond gefangen. Und da finde ich ein bisschen blöd, dass es für mich wirklich keine Hoffnung gibt. Null. Kannst du keinen irgendwie, sag ich mal, erreichen oder sowas, der jetzt mal dann eben vorbeikommt? Ja, aber dafür müssen die auch erst eine Rakete bauen. Und dann noch zusätzlich... Das hat unten keiner gemacht?
Nee, Kev ist der nächste, aber das dauert noch ein bisschen. Da seid ihr aber schön vorgestürmt. Ja, ich hab ordentlich gearbeitet dafür. Ah, was heißt gearbeitet? Gekämpft. Gekämpft. So, gut. Den Morph-Mod gibt's hier nicht. Zum Glück, den mag ich irgendwie nämlich auch nicht so. Der ist zwar cool, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht. Dalu-Card. Den Morph-Mod, naja, kommt immer drauf an, was du damit machst. Also ich finde es ganz praktisch mit der Fledermaus zum Ja, das Beispiel. stimmt wohl. Das ist schon recht cool. Also und auch ja, die anderen Morph-Dinger brauchst du zwar eigentlich nicht. Also wir haben das ja selbst und wir nutzen eigentlich nur entweder menschliche Gestalt oder Fledermaus und das war es dann halt auch schon. Der Ja. Rest ist halt nicht so Die wichtig. anderen ist halt zum Beispiel, Squid ist cool für Dingens. Ja, unter Wasser, klar. Genau, Dann für so ist das Player halt. bauen halt, ne? Und die Ja. ganzen Bücher jetzt erstmal da rein. Und Milliarden. ansonsten ist halt, ist euer, also Galaxy, ihr macht, nee, ihr seid zwar in zwei Teams, aber es ist nicht unbedingt ein PvP-Ding, ne? Ihr seid Nein, ja da, ihr könnt auch ist so. zusammenbauen. Frei zum Leben und zum Lachen. Ja, also weil bei uns ist ja PvP mit und bei uns sind die Namen halt auch farblich unterschiedlich. Das heißt, es gibt rote Namen von Team Rot und blaue Namen für Team Blau. Ja. Und wenn du jetzt aber als blauer Spieler einen roten Spieler tötest, kannst du dich halt in den verwandeln und dein Name wird dann aber auch in Rot angezeigt. Ja, cool. Also und das ist halt echt krass, so, ah, da ist einer von uns und Ja, ja, denkst hey, du, das ist echt denkst du. cool. Das stimmt wohl. Ah, wir haben ein schönes Gebietchen da. Ich sehe dich. Ich Bist da richte schön am langsam mein Bauen. Haus auf, ja. Mir geht das Holz langsam aus. Ja, ah, ich habe Saplings. Das ist gut. Ja, ein paar habe ich auch, aber die ganzen Bäume, die hier sind, ist manchmal Rubber Oh, ich hab und unten Dingens. steht Rubber schon habe ich das auch. Weiße. Ja, genau, und unten stehen schon die weißen Bäume. Das heißt, wir haben gar nicht so viel von dem richtigen Holz. Doch, ich hab normales Oakwood hier. Oder was Bäume meinst du? auch? Oakwood? Genau. Ja, hier, ich hab, ja, Oakwood hab ich. Hab ich gerade ein Bauernmehl hier gezüchtet. Wenn du brauchst, komm vorbei. Aber noch gibt es ja ein paar. Ich wollte den Wald von den Porkys abbauen. Nein, die wollen den ja stehen Unser lassen. Bau, Ja, unser Wald, eben die sind ein genau bisschen einfach. verwirrt. Die haben sogar neue Bäume gepflanzt. Ich sehe Leos Haus nicht mehr von meinem Haus. Sind riesige Bäume vor. Hattest du vorher schon mit Leo zu tun? Nein. Ach so, Der war ja deswegen. auch lange Zeit weg, habe ich mitbekommen, ne? Das habe ich auch gehört, ja. Der ist ja in unserem Netzwerk. Boah, manchmal leckt das Das ist trotzdem die noch. Minimap. Das ist die Map. Meinst du? Ja, als ich die ausgemacht habe, läuft's wieder. So. 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 Bin ich hier mal Loche. Oh, hast du eigentlich einen Timer im Blick? Ja, 12 Minuten 48 Machen wir so haben wir jetzt. 20er. Ja, können wir machen. Ja, wunderbar. Sind ja Guck mal. lockere Aufnahmepflichten hier. Ja, was haben Zum die Glück. Porkys direkt gestern gemacht? Direkt 40 Minuten. Eine Folge. Ja, haben nicht auf die Zeit geachtet. Ja, passiert. Ah Ich ja. wollte nämlich noch mit Kilian reden nach der Aufnahme. Und Dann er, kam der ja, nicht, ne? eine machen wir noch. Dann sage ich Bescheid. So 1,5 Stunden später schreibe ich ihn an. Nehmt ihr noch auf? Und er so, oh nein. Krass. So, was haben wir hier noch Holz, ne? Soundcool ist ein bisschen Action. Hast du Essen? Weil ansonsten kannst du rüberkommen. Ich habe hier viel gebratenes Fleisch. Ja, das mache ich gleich, weil ich habe echt nichts. Ja, kümmert er sich auch um nix hier. Ach, ich wollte schon sagen, das ist jetzt ein Bug. Mighty Smelting habe ich bekommen, ein Buch. Wegen dem Smeltery-Block da. Aber die brauche ich nicht. Das Büchlein. Zum Kannst du das, Glück. kriegst du auswendig noch hin? Ja. Ich gucke manchmal immer noch gerne kurz rein wegen diesen Glasblöcken für die Smeltery, sage ich einfach mal die Anordnung Ach dafür. so, ja, da die Crafting-Rezepte davon gucke ich auf jeden Fall nach. Das ist schon von Vorteil. Das stimmt. So, die drei, dann mache ich jetzt irgendwo Platz für die Smelterie. Ich glaube, ich mache die unterirdisch. Echt? Bau die doch so himmelsmäßig nach ganz oben, so eine Himmelsschmiede. Na, Kannst ja ich so weiß hochbauen, nicht. wie du willst. Ja. Ah, ich glaube, ich mache die doch unterirdisch. So ein extra Raum dafür, so richtig cool. Mehr oder weniger.
Kommen die dann sicher mal benutzen. Ach, auf jeden Fall. Bedien dich. Ich find's immer blöd, wenn ein Monster reinspringt und dann Blut da drin ist. Ja. Deswegen, unterirdisch bauen. So, aber wo und wie und warum? Und warum lache ich dann dabei und warum nicht? So, dann machen wir das hier schön die Erde zu. Das ist aber gut, dass jetzt Tekton startet. So als Entschädigung für Galaxy jetzt demnächst. Als Entschädigung, wieso? Ach so, wegen deinem Weil ich, Mond. Ich kann ja nicht aufnehmen. Dein Mondabenteuer. Gibt's auf dem Mond denn gar nichts mehr, was du neu erkunden kannst? Ja klar, aber ich hab nicht unendlich Sauerstoff. Oh, da ist er am Ende. Ich bin leicht verloren. Ich glaube, ich mache dann hier so einen Abstieg runter. Und dann auf die Ebene. So. Darüber zu mir, oder was? Nee, nur so einen unterirdischen Eingang. Nee, warte, ich gehe eins tiefer. Stimmt, du kannst ja eigentlich voll geil in den Berg reinbauen. Eben. Das mache ich auch erstmal. Dann geht das so auf der Ebene also. Und dann ist, warte, das ist auf der Ebene. Dann geht das hier runter. Rein in den Berg ein wenig. Dort befindet sich dann die Smeltery. Weißt du auswendig, was man für so einen Turtle direkt braucht? So auf was ich achten sollte, Stone, ich Redstone und ein Glasspane, glaube ich. Ist ja gar nicht so viel. Nope. Aber du kannst das doch nachgucken bei Not Enough Items. Ja, nee, ich dachte jetzt, weil wenn du gerade eh so affin bist, dass du mir erstmal eben sagen kannst. Ja, ich glaube, das ist 6 Stein, 7, ein Glas und ein Redstone. Dann hast du einen Computer und dann musst du dann noch eine Waffe dran setzen oder dann hast du einen Turtle. Ach stimmt, oder so eine Pickaxe, ja, genau, damit die das abbaut oder so. Genau. Und noch irgendwo eine Kiste hinstellen, damit es da wieder hinbringt. Ja, das kommt aber dementsprechend darauf an, welchen Code du nutzt, ne? Es gibt du kannst die Turtle ja programmieren. Es gibt vorgefertigte Sachen und welche, die du programmieren kannst. Das stimmt, ich hatte irgendwie einmal, als ich es mal getestet hatte, so 9x9 abbauen lassen. Es war schon cool. Ja, das sind ein bisschen so wie die Minions. Ja, die sind ja schrecklich, finde ich, in Attack of the B-Team. Ja, auf jeden Fall. Aber ich wusste erst gar nicht, wie man die bekommt. Ich wusste gar nicht, dass das wirklich so... Das ist so easy, ne? Dumm, ja, ja, dass das auch so dumm ist eigentlich. So diese Z drücken und dann diese dummen Texte da anklicken. Ja, eigentlich echt. Oh fuck, ich glaube, ich brauche noch Bricks für... Ah. Shit, egal. Bauen wir uns erstmal eine Smelterie, eine schöne. Machen wir noch einen schönen Raum. Zusätzlich... Ich darf jetzt nur keinen Keller bauen, beziehungsweise schon, aber... Nicht in die Richtung. Oh Gott, nicht genug Holz fürs Fleisch. Ich hoffe, man sieht was. Ja, sollte man der Aufnahme auf jeden Fall. Was hast du vor? Hä? Was hast du denn vor? Nee, ich bin gerade in einem bisschen abgelegenen Ecke am Aufnehmen. Keine Fackeln dabei? Nee, ah, genau. Wieso mache ich mir eigentlich keine? Ich hab doch hier Holzkohle. So, dann machen wir hier, ah. Ich hab ja die Smeltery gleich fertig. Echt? Hast du alles schon zusammen? So viel ja, fast. Clay und alles gehabt? Ja, ich hab 64 Clay, 64 Sand und 64, ja, der Rest. Das reicht schon für alles einmal? Weil ich weiß es nicht, schauen wir mal, ne? Ich meine nicht, ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr, also aber nicht viel. Tinkes, da. Ich brauche jetzt nur noch ein... Sear Tank. Oh, das Glas. Dafür brauche ich ganz normal Glas. Hier komm, Schild verbrennen wir mal. Okay, Schild brennt nicht, cool zu wissen. Komm, machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, egal. Klappt so nicht. Sear Tank und dann brauche ich Smeltery Controller und dann bin ich fertig. Okay, Smeltery Controller ist ja easy. Der geht ja so. Das ist das Coole, dass hier die Aufnahmeregeln ein bisschen lockerer sind. Ich fände es zwar cool, wenn man das Gefarme zum Beispiel nicht aufnehmen müsste. So Farmerei und sowas. Aber okay. Aber du kannst ja auch... Warte, wie viel war das? 4 Stunden Livestream die Woche, ne? Ja, ich kann leider nicht Livestreamen. Internet oder was? Ja, 16K. Bei manchen geht das, aber bei mir... Das laggt dann zu blöd mit dem Server und sowas. Das will ich mir nicht antun.
So, jetzt brauchst du noch Lava. Ich hab mein Dingens jetzt fertig, Smilterer. Lava hat. Ach, Moment, war das in dem? Das Problem ist, ich brauche dafür eh erstmal Eisen. Stimmt, für den Eimer. Aber Lava haben wir sogar, glaube ich, in der Nähe. So ein See. So, jetzt habe ich kein Holz mehr, das ist kacke. Naja. Lavasee wäre natürlich cool. Der müsste in der Richtung sein, wo wir hergekommen sind. Also wir waren, wo wir das erste Mal kurz überlegt haben, da zu bleiben. Meinst du, das Gelege kommt echt von der Minimap? Auf jeden Fall. Also bei mir ist es so. Hm. So, wir sind bei 20 Minuten. Ist schon vorbei. Ja. Ist schon vorbei. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumchen da und schaut doch mal beim Kunga vorbei. Wie gesagt, die Links in meiner Videobeschreibung, auch von den anderen Leuten, die hier auf dem Server unterwegs sind. Ja, und meine Leute, schaut mal beim Dalu vorbei. Und so, und ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal nochmal wieder. Wir machen noch eine, oder? Ja, wir machen auf jeden Fall noch eine. Alles klar, dann bis morgen. Ciao.